die Spieler sind wie Formel-1-Maschinen. Also wir müssen schauen, dass wir dann auch im entscheidenden Moment an den kleinen Schräubchen drehen, dass die Spieler gut durch ein Turnier kommen, dass man wirklich, wenn wir nachher eigentlich sagen können, wir sind verletzungsfrei durchgekommen, dann sind wir eigentlich alle am glücklichsten. Ja, prinzipiell sind die Physiotherapeuten, Ärzte rund um die Uhr eigentlich für einen da. Wenn man Wehwehchen hat, hat man natürlich direkt dann eine Behandlung. Die bringen uns da immer wieder in ein, zwei Tagen auf Vordermann und ohne die würde es nicht gehen. Wir merken schon, dass wir viel mehr Zeit investieren müssen in Regeneration und auf der anderen Seite in der Prophylaxe. Und die Prophylaxe ist eigentlich das, worum wir uns auch kümmern müssen, um entsprechend Verletzungen und damit Ausfallzeiten vorzubeugen. Und ich denke, wenn dann noch ein Erfolg natürlich dazukommt, wenn eine Medaille dazukommt, dann sind wir natürlich ebenfalls wie die Mannschaft, ist es eigentlich der Höhepunkt.